Licht an im Pappelstadion, Mittwochabend, Derbyzeit. WTW Wallensen zu Gast beim TSV Bisperode Wallensen, mit ihm hier Mirko Wulff, von dem werden wir gleich noch so einiges zu sehen bekommen. Bisperode Favorit bei einem Sieg, nur noch 2 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, derzeit ja belegt vom HSC Blau-Weiß-Tündern 2. Wallensen durchaus in der Außenseiterrolle und wir haben den Spielfilm direkt nach dem Anstoß hier mal so ein bisschen schneller gemacht. Das Ganze quasi direkt nach Spieleröffnung und nicht mal 30 Sekunden zu diesem Zeitpunkt gespielt. Genau, 32 Sekunden und da ist Abbas Yaba schon zur Stelle in der Mitte. Ball kommt von links rein und 32 Sekunden heißt es schon 1:0 für den Favoriten, für die Gastgeber. Zu diesem Zeitpunkt nur noch, wie eben schon erwähnt, 2 Punkte der Rückstand auf Tündern 2 und Platz 2 Toni Ivankovic. Erste Aktion für Wallensen. Dann nach 3 Minuten der WTW ja schlecht in die Saison gestartet, verletzungsbedingt häufig mit Aderlass und zuletzt dann mit aufsteigender Form. Aber hier zunächst im Hintertreffen und Glück in dieser Situation. Da hätte Abbas Yaba beinahe seinen 2. Treffer nachgelegt. 6 Minuten gespielt. Dann erstmal nicht viel los. 31. Minute, aber dann knallt's und zwar richtig. Der Ball kommt hier gleich in den Strafraum von der linken Seite und in der Mitte ist er, Sascha Brüggemann, frei und es heißt 1:1 der Ausgleich für den Gast aus Wallensen. 31 Minuten gespielt, 4 Minuten später Ecke, Rick Balk da mit dem Kopf an die Latte, Dominik Heinz noch dran und der Nachschuss ebenfalls geklärt von Abbas Yaba, da geschossen und Dominik Heinz zweimal zur Stelle, überragend und damit bleibt's beim 1:1, nächster Eckstoß von der rechten Seite. Heinz Wert zunächst nur in die Mitte ab und am langen Pfosten steht der Spielertrainer der Bisperoder erneut bereit. Rick Balk, aber wiederum findet der Ball nicht das Ziel, nämlich den Platz zwischen den Pfosten. Zweite Halbzeit, Bisperode weiter im Vorwärtsgang. Guter Abschluss hier von Yannick Denker, aber ebenso gut pariert Dominik Heinz, der den Ball hier sogar festhalten kann. 57 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Dann die nächste Aktion der Bisperoder. 70. Minute, da sind wir schon in den letzten 20 Minuten der Partie. Dieser Versuch hier von Abbas Yaba, der dann aber deutlich über das Tor geht. Nächste Aktion, dann WTW im Vorwärtsgang. Diesmal geht es über rechts wieder. Ist es Sascha Brüggemann, der will nach innen. Aber Robin Bartels ist da, aber im zweiten Moment, da trifft er ihn, den Toni Ivankovic. Der nimmt die Situation natürlich dankend an. Muss sich da noch einen Spruch gefallen lassen. Aber letztendlich die Elfmeterentscheidung berechtigt von Roman Klotnicki und das lässt sich Mirko Wulff nicht nehmen, diese Situation. 71 Minuten gespielt und WTW Wallensen geht hier mit 2:1 in Führung. Nicht unüberraschend, aber dann doch eben die Führung für den WTW in der Tabelle ja deutlich weiter unten positioniert. Nächste Aktion nach vorn, das hätte schon das 3:1 sein können aus WTW-Sicht. Toni Ivankovic scheitert aber an Robin Bartels. 76 Minuten gespielt. Das war hier jetzt eine ganz heiße Phase. Viele Höhepunkte. Ein richtig schönes Spiel. Nächste Aktion vom WTW. Der wollte hier nachlegen. Der wollte den Deckel drauf machen auf diesen überraschenden Auswärtsdreier. Schön in die Mitte gespielt. Mirko Wulff ist wieder da und schiebt lang ein. Keine Chance für Bartels. Deckel drauf. 80 Minuten rum. Und das war das 3:1. Für die Rot-Weißen, für die Gäste aus Wallensen, auch wenn der TSV kurz vor Schluss noch zum Anschlusstreffer kam. Yannick Denkers Freistoß zunächst abgeblockt, dann das Foulspiel im Strafraum und der Spielertrainer nimmt sich die Kugel gleich selbst in die Hand, während Roman Klotnicki hier nochmal zum Strafstoß bittet Rick Balk, aber das 3:2 oder 2:3 aus Bisperoder Sicht dann nur noch mit statistischem Wert. Überraschung also im Pappelstadion. Bisperode 2, Wallensen 3 und wir hören mal, was die Akteure zu sagen haben.
Ja, das Spiel hat schlechtestmöglich für euch angefangen mit dem Gegner, noch 30 Sekunden, aber dann habt ihr immer besser in die Partie gefunden. Ja, genau richtig gesehen. Also die ersten Minuten haben wir total verschlafen. Darf uns nicht passieren, nicht in so einem Spiel. Muss jeder top motiviert sein und von Anfang an wach sein. Danach bin ich der Meinung, sind wir sehr gut ins Spiel gekommen und stellen die Leute ganz gut zu. Bisbode hat mehr Ballkontakt, aber ich glaube, wir haben ganz klar die besseren Chancen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist es ein offener Schlagauftausch. Mit dem 2-1 für uns ist es ganz klar, dass Bisbode dann etwas aufmachen muss. Wir legen das dritte nach. Gut, und dann macht man eigentlich nur verwalten. Und das haben wir bis zum Ende geschafft. Der Elfmeter in der 85. oder 87. Minute, für mich keiner. Aber gut, ich sehe auch unseren nicht, ob es klarer Elfmeter ist. Von daher bin ich der Meinung, das ist für uns ein gerechter Sieg. Und wir nehmen die drei Punkte hier mit. Ja, es steht hier aktuell ja noch im Niemalsland der Kreisliga, das muss man ja auch so sagen. Da habt ihr euch doch vor der Saison auch mehr erwartet. Ja, auch wieder richtig erkannt, dass wir uns da ein bisschen mehr erwartet haben. Allerdings muss man dann dazu sagen, dass wir in der Vorbereitung, wenn man so nennen kann, viele Verletzte, Angeschlagene dazu bekommen haben, sodass wir teilweise zu den ersten Spielen nur mit 11 Leuten angereist sind. Und dann ist es eben schwer, wenn man die ersten Spiele in der Saison verliert, aus dem Drall wieder rauszukommen. Das haben wir jetzt geschafft, 3 Siege hintereinander und jetzt geht's nach oben, hoffe ich. Ja, auch auffällig bei euch in der Offensive, ihr habt 36 Tore geschossen und 31 davon haben Ivankovic und Wolf gemacht. Seid ihr da vielleicht ein bisschen zu ausrechenbar, um auch oben mitzuspielen? Ja, man sieht es ja, ne? Also ausrechenbar, ich denke nicht, weil die beiden machen ihre Tore hier heute. Mirko, glaube ich, 2 gemacht und von daher, jeder weiß, was Mirko für eine Qualität hat, aber er setzt sie auch gegen Top-Mannschaften ein und in Bisperode macht er 2 Tore. Dann viel Erfolg noch, danke. Erik, jetzt 2 zu 3 Niederlagen hintereinander. Ihr seid ja wirklich gut gestartet heute im Spiel nach der ärgerlichen Niederlage in Tündern. Woran hat es dann gelegen danach? Ja, also wir haben uns heute viel vorgenommen im Spiel gegen Weinsen. Wir wussten, dass wir auf einen guten, starken Gegner treffen, die in den letzten Spielen wirklich souverän auch gewonnen haben, die ihre Qualität auch haben, auch hinten in der Abwehr immer eigentlich sehr gut stehen mit Torben und vorne dann natürlich mit Mirko einen astreinen Stürmer haben, der ja schwierig unter Kontrolle zu bekommen ist. Ich meine, heute war es ein bisschen ärgerlich. Wir sind gut gestartet, wie du gesagt hast, haben gleich das Tor gemacht mit einem guten Spielzug und danach haben wir jegliche Körperspannung, Einsatzwillen, das war dann alles Flötengang bei uns. Wir haben gedacht, das läuft von alleine, sind dann nur noch hinterhergelaufen in der ersten Halbzeit und wollten was wieder besser machen in der zweiten Halbzeit. Ist uns ein bisschen ein Stück weit gelungen, aber trotzdem wünsche ich mir, dass wir wirklich von der ersten Minute an, auch wenn wir in Führung gehen, dass wir dann versuchen, das Tor nachzulegen, dass wir mal 2-3-0 in Führung gehen, dass wir vielleicht mal ein bisschen Ruhe haben, dass wir die Torchancen nutzen, aber so ist es dann eben, läuft man hinterher und dann ist es schwierig, ja, wieder reinzukommen, wenn der Gegner sich dann gegenseitig aufbaut und bei uns nicht zustande kommt. Wie gesagt, haben uns zweite Halbzeit viel vorgenommen, aber dann hat es ihm einfach nicht gereicht gegen die Mannschaft oder gegen Mirko besser gesagt im Endeffekt dann. Ja, man hat bei euch so ein bisschen das Gefühl, ihr macht 2 Schritte nach vorne und dann 1,5 wieder zurück. Jetzt erst der Sieg gegen Hagen, dann das 3-0 in Launstein und jetzt wieder solche 2 ärgerlichen Niederlagen. Woran liegt das bei euch? Also da merkt man, dass du noch jung bist, Magnus, und den Bisperode noch nicht kennst. Also es sagen viele, also hier in Bisperode sagen es viele, das ist der Bisperoder Schluder. Aber ich meine, wir spielen guten Fußball. Der Ball läuft einigermaßen gut bei uns, so wie wir uns das auch vorstellen, wie wir das auch im Training machen. Aber dann ist eben, wir kriegen es eben vor dem 16er, sag ich mal, nicht im Tor unter, was wir uns erarbeiten. Und dadurch ist es dann auch ein Stück weit ärgerlich, dass wir dann solche Spiele auch verlieren. Ob es jetzt letztes Spiel in Tündern gewesen ist, wo wir eigentlich auch hätten gewinnen können, oder heute, wo mindestens ein Unentschieden drin gewesen wäre, aber gut, so ist der Fußball eben. Dann müssen wir weitermachen. Wir haben jetzt noch 2 Spiele in Emmertal und zu Hause gegen Amberghausen und müssen mal versuchen, 6 Punkte zu holen und dann Pause und dann nächstes Jahr wieder uns anstrengen, dass wir wieder besseren Fußball spielen und besonderen erfolgreich Fußball spielen. Ja, Bisperoder Studer, das merke ich mir und dann danke. Ja, gerne, Markus.